Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Berlin, Tag und Nacht. Unsere heutigen Nachrichten werden sprechen über Vorschau für Folge 2337 bis 2339. Folge 2337, Miller ist gerührt, als Eric sich vornimmt, ganz allein das perfekte Weihnachtsgeschenk für Amelie zu finden. Doch gleichzeitig wird ihr schnell bewusst, dass seine Ideen in einer Katastrophe enden könnten. Deshalb besorgt Miller hinter seinem Rücken ein Backup-Geschenk. Um auf Nummer sicher zu gehen, weiht sie schließlich sogar Amelie ein, die verspricht, so zu tun, als würde sie sich freuen. Doch am Ende taucht Eric wieder erwartend tatsächlich mit einem Mega-Geschenk auf, über das sich Amelie riesig freut. Miller merkt einmal mehr, was für einen Traum man sie in Eric gefunden hat. Folge 2338, Olivia wird nervös, als Eric die Tätersuche von Amelies Unfall einfach nicht aufgeben will. Verunsichert hofft sie, Miller davon überzeugen zu können, dass Eric zu verbissen an die Sache herangeht. Sie ahnt nicht, dass Eric tatsächlich eine neue Zeugin finden konnte. Als Eric mit dieser im Loft aufschlägt und sie sich sogar erinnern kann, dass der Täter einen auffälligen Pulli getragen hat, wird Olivia zunehmend mulmig zumute. Panisch erkennt sie, dass sie Deans besagten Pulli so schnell wie möglich entsorgen muss. Doch das Ganze gestaltet sich schwieriger als gedacht. Folge 2339, als Lynn am Morgen ihre Pflegeeltern kennenlernt und erfährt, dass diese aus Brandenburg wegziehen werden, will sie das nicht zulassen und beschließt, aus dem Heim zu türmen. Weil sie weiß, dass zuerst bei Kretze nach ihr gesucht wird, möchte sie bei Amelie Unterschlupf finden. Leider scheitert der Plan jedoch, weshalb Lynn sich verzweifelt erst einmal auf der Straße durchschlägt. Dort gerät sie allerdings bald in eine äußerst brenzlige Situation und wird überfallen. Als sie in ihrer Not nicht mehr weiß wohin, kriecht sie bei Kretze zu Kreuze, der sie schließlich brüderlich aufnimmt. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Berlin, Tag und Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.